Juhu und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 3D World. Wir sind jetzt in der ersten Sternwelt, die so von den Feen hübsch geschaffen wurde, voll süß. Irgendwie verstehe ich jetzt nicht wirklich, wo die Storyline dann herkommt. Ich meine, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Dann sind die gerettet und trotzdem erschaffen die eine neue Welt, nur um mich noch mehr zu quälen. Also irgendwie, naja, verstehe ich nicht so ganz, aber egal. So, das Level habe ich gerade eben mit meiner Mutter gezockt, weil ich habe sie gesagt, ey yeah, spiel doch mal mit mir Mario. Und die meinte so, voll scheiße. Und dann hat sie es trotzdem gemacht. Auch wenn sie es total scheiße fand. Und sie ist auch die ganze Zeit abgekackt und hat das Level mit mir hier gespielt. Und das fand sie jetzt nicht so schön. Hab ich so das Gefühl. Und hier kann man hoch. Zumindest sah das. Ja, genau. So sah das nämlich aus. Juti. Ich habe keine Ahnung, was mich hier drin erwartet. Ich meine, wenn ich mit meiner Mutter spiele, das schaffe ich es doch nicht, da hinzukommen. Also bitte. Ich denke mal, die kann man unabhängig voneinander aktivieren. Ja, ich denke mal, ne? So, und wenn ich das mache, dann... Nee, warte mal. Also, ich überlege gerade, wie es wäre, wenn der rechte darüber kommt. Dann wird der ja da auf die Seite fallen. Da müsste ich das dann machen, damit der... da so rein... Ah ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. So, ich mach mal... Ach, scheiße, okay, das ist genau der falsche. Also, floppy, floppy, floppy und woppy. Yeah! So, dann noch den... Moment. Ach, kacke, warte mal. Ach nee, doch. Alles okay. So, dann können wir das nämlich da erstmal lassen, bei dem roten. Und... Oh, das war gerade leicht knapp, aber es hat doch im Endeffekt geklappt. Ist doch schön. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht sterbe. Weil diese Stelle ist schon leicht fies, aber... Oh, machbar. Die ist schon machbar, auf jeden Fall, wenn man Peach hat. Ich meine, wenn man so schön schweben kann, dann ist doch alles gleich viel Beautier. Das Türl ist Beautier. Ich habe keine Ahnung. Egal, ich habe es gerade erfunden. Das ist einfach nur cool. Okay. Plassy Power. Wusch, wusch, wusch. Und da hinten ist ein Stempel. Okay, den sieht man aber eigentlich schon recht deutlich, wenn man hier vorbei fährt. Also, keine Ahnung. Wo da der Sinn liegt. Oh yeah, ich habe euch alle weggefetzt. Okay. So, hier kriegen wir jetzt eine Feuerblume, aber die nehme ich nicht mit, weil wir hier ja noch eine haben, so yeah. Und dann verlieren wir nicht unseren geilen Catsuit. So. Entschuldigung. Ich weiß nicht, irgendwie war mein Hals gerade verunreinigt. Ja, verunreinigt, besonders. Oh, guck mal, das sieht voll schnieke aus. Und das Ergebnis wird richtig cool sein, das kann ich euch ja schon mal sagen. Da freue ich mich. Oh Gott, jetzt kommen die Dummen wieder. Oh. Und das dauert lange, gerade wenn man das alleine spielt. So, du kommst weg. Und ich möchte nicht runterfallen. Wehe, jetzt kommt so einer direkt in mein Gesicht und ich fall runter. Das wäre scheiße. Aber ich möchte dich auch nicht von denen treffen lassen. Ach, bin ich gemein von euch. So, hier ein bisschen langsamer werden. Und hier gehen wir auch schon über das Haar. Über das golden glänzende Haar. Hohoho. Wieso habe ich gerade so hässlich gerotzt? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte das. So, gleich haben wir's. Und jetzt hier so am Ende so flop. Oh, hups, ich bin runtergefallen. Das tut mir jetzt aber leid. Das wäre schon ein bisschen scheiße. So, gleich haben wir's. Oh, jetzt kommen die dummen wieder Nerven. Bla, 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 bla. Ja, okay, ein... Yeah. Oh, toll. Ja, okay. Weg vom Fenster. Und dann wir Link. Und direkt kommt das geilste Geräusch, was einfach jedem bekannt ist, der mal irgendwann The Legend of Zelda gespielt hat. Da, 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 da. Das ist voll cool. Oh, ich liebe Zelda. Also gerade nachdem ich A Link Between Worlds gespielt habe, dachte ich einfach nur, boah, das ist so geil, ne? Ne, wirklich. Also das, oh, whoops. Das gefällt mir schon sehr juti. Da habe ich auch das Let's Play von gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, gucken. Sofort. Ja, auf jeden Fall war das ein schönes Projekt, finde ich. Oh, nein. Geil. Jetzt kann ich das mit dem Link nämlich nochmal machen. Juhu, Freude. Gut, dann bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das hier so klappen wird. Oh Gott. Diese, oh, diese Scheißmäuse, ne? Und die eine ist immer noch nicht tot. Super. Oh Gott. Puh, alles gut. So, wir haben jetzt auch alle drei Grünsterne. Ach du Kacke. Oh, jetzt hier noch schön Anlauf nehmen. Und alles ist perfekt. Jetzt ernsthaft, das ist mir eben auch schon passiert. Oh, okay, geschafft. Geht doch. Boah, mein Gott. Das war jetzt echt extremst schlechte Münzen, die mir scheißegal sind. Deshalb, wow. Oh, krass, den Münzenhagel hätte ich jetzt schon gern gehabt. Aber egal, wenn nicht, dann nicht. Es ist
Vergeben und vergessen. Was? Das hat gerade irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, es ist vergänglich oder irgendwie sowas. Ist ja im Grunde auch so. Geld ist ja auch vergänglich. Ein Leben ist ebenso vergänglich. Boah, wieder voll philosophisch. Ich weiß, ich habe da manchmal so meine Geistesblitz-Augenblicke, wo ich alles klar sehe. Und da war ich übrigens schon, also da an dieser komischen Stelle, wo nur Gras war. Und da habe ich mir halt schon so einen Feenstempel geholt. Da dachte ich mir einfach so, oh cool, will ich haben. Oh, die Supergalaxie. Oh, das hört sich nach Super Mario Galaxy an. Oh, Super Mario Galaxy, wirklich? Ja? Oh, Octoombas aus Super Mario Galaxy. Was? Achso, ich dachte gerade schon so, hä, wieso gehen die nicht kaputt? Was sind das für kleine Scheißis? Was soll das? Bla und so. Ja, wäre irgendwie komisch gewesen. Oh, ich finde das so geil gemacht. Mir gefällt das gerade so gut. Ach ja. Oh, man kann die ja nicht kaputt machen. Ist mir gerade eingefallen. Ich habe so das Gefühl, dass sich auf einer Plattform bestimmt irgendwo ein Stern befindet, aber hier ist das noch nicht der Fall. Naja, ich wollte schon mal nachgucken. Wäre blöd gewesen, wenn wir jetzt hier einen gehabt hätten und mir das einfach nicht auffällt. Und da war natürlich nichts. Na geil. Ach, hier ist aber was. Momentchen mal. Oh. Oh, oh Gott. Hallo? Ja, cheater noch mehr rum. So, okay. Und was? Wie ist das jetzt kaputt gegangen? Ich habe keine Ahnung. Egal. Hallo. Oh, ich liebe das Level. Was? Kein One-Up. Nichts. Ach, wobei, ich habe ja selber was. Ups. Ah, okay. Hier kann man drüber speeden. Ist das auf der Seite auch so? Nee, da kann man nicht speeden. Ich denke mal, wir brauchen da Speed. Scheiße. Da. Deshalb machen wir das mal. Weil ansonsten kann ich mir... Was war das jetzt gerade? Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass man nicht rechtzeitig darüber kommt. Oh Gott, das sieht witzig aus. Ach du Kacke. Wir schaffen das. Oh Gott. Also Peach ist für dieses Level scheinbar sehr gut gewählt, merke ich schon. Oh Gott, nee, das ist echt ziemlich fies. Also es ist machbar, aber ihr kennt es ja mit diesen Leveln, die trotzdem ein bisschen scheiße sind. Oh Gott, Hilfe. Lass mich doch in Ruhe. Warte, will ich noch da? Ich denke schon. Ah, Hallöchen. Ja, ich bin noch da. Okay, aber das sieht so aus, als ob hier noch irgendwas kommt. Moment. Ja. Okay, langsam rüber. Hä? Nee, irgendwie nicht. Schade. Ich hätte damit gerechnet, dass ein Grünstern kommt, aber wenn nicht, dann halt nicht. In Super Mario Galaxy gab es ja auch schon Grünstern. Voll cool. So, und ich glaube, ich mache die jetzt weg, weil die mich gerade ein bisschen nerven. Aber ich habe so das Gefühl, dass die uns wahrscheinlich noch bei dem einen oder anderen Stern helfen könnten. Weil ich kann mir gerade so eine Szenerie vorstellen, bei der man irgendwie so Blöcke wegbatschen muss. Also, das kommt ja schon mal vor. Deshalb, man weiß ja nie. So, oh Gott. Da habe ich schon mal den einen gesehen, den ich meinte, dass man den nur durch Drehen bekommt. So habe ich mir das nämlich genau vorgestellt. Eigentlich kann ich auch schon mal hier rüber. So, dann warten wir hier nämlich noch eine Runde ab. So, plopp. Ich meine, stören kann es ja nicht. Wow, man sollte sich nur vielleicht mal bewegen. Wäre ganz schlau. Oh Gott, ich werde langsam ein bisschen unkonzentriert, merke ich. Ja, das kommt dann irgendwie... Oh, guck mal, der denkt einfach nur so... Oh, kitzel mich doch nicht so. Wo wir dem so in die Fresse klatschen, na super. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht, aber wenn du das denkst... So, hier hoch. Da hoch. Aber ich würde das hier unten... Ah, okay. Da kann man also hin. Och nee, ne? Na super. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich würde da nämlich schon ganz gerne hin. Ach, scheiße, ja. Das stimmt, ja. Jetzt nervt der Dumme wieder. Oh, das war gerade knapp. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, Grünstern. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich hab dich gekriegt. Hell yeah. Oh nein, jetzt kommt der Dumme da. Scheiße. Oh, boah, nein. Nein. Och, das regt mich jetzt aber auf, dass ich dieses Item nicht mehr habe. Ja, okay. Oh, jetzt läuft die Zeit auch mal ab. Das ist natürlich super. Aber wenigstens haben wir alles eingesammelt. Oh, Rosalina. Ah ja, genau. Die kriegt man, glaube ich, wenn die Sternenwelt abgeschlossen ist. Das finde ich eigentlich voll cool. Ja, yeah, okay. Und den Flagpole haben wir auch noch. Wobei das, glaube ich, bei Peach sinnvoller wäre, den nicht mit dem... Ah, das ist Rosalina. Oh, die macht die coole Pose mit mir. Oh, ich fühle mich so famous. nee, was wollte ich jetzt sagen? Ja, mit Peach wäre es sinnvoller, eben nicht diesen Weitsprung zu machen, weil die ja gerade so schweben kann, so ein bisschen. Und dann ist es sinnvoller, das anders zu machen, weil dann kriegt man den Flagpole auf jeden Fall.
Bei dem Hechtsprung ist es ja dann doch immer ein bisschen riskanter. Yeah, ich kann jetzt als Rosalina spielen. Jetzt schon? Ich dachte eigentlich, man müsste die Welt dafür abschließen. Aber okay. Dann spielen wir doch noch ein Level und dann direkt mit Rosalina. Auf dem Holzweg. Ich weiß jetzt nicht, was man alles dafür haben muss. Kann auch sein. Warte, ich guck erstmal, was die kann. Boah, die springt ja mal richtig krass hoch. Warte mal. Oh, mei! Ich habe gehört, die kann auch einen Doppelsprung. Oder war das vielleicht noch ein Charakter, der kommt? Ich habe keine Ahnung. Naja, da kommen wir scheinbar nicht hoch. Schade. Aber dann wird da wohl auch nichts Wichtiges sein. Also ist ja egal, ne? Rotiert das irgendwann nochmal? Oh Gott. Oh Gott, das mag ich nicht. Und die kann auch furzen. Yeah! Ach, cool. Oh, guck mal. Oh, wie magical. Oh. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Moment. Hier möchte ich... Warte. Ah, okay. Dann kann man noch so schwabbeln. Ja, das ist ja nicht übel. Also scheint zumindest nicht schlecht zu sein. Das ist wohl jetzt erstmal mit unserer komischen Rolle. Das war's dann wohl erstmal damit. Ich weiß nicht, ob wir die sonst noch irgendwie brauchen. Ich möchte ein Item. Oh, natürlich kommt keins. Oh, wer hätte es gedacht? Warte mal, was haben wir hier noch? Vielleicht sollte ich auf die Rolle gehen. Ich weiß jetzt nicht. Aber hier macht es keine Bling-Bling-Geräusche. Deshalb ist hier vielleicht auch gar nichts. Und die Rolle bewegt sich einfach nicht. Oh. Oh, Moment. Da möchte ich auch noch was ausprobieren. Oh ja! Genau das Bild hatte ich gerade vor Augen. Ich habe mir so gedacht, sollte ich das vielleicht doch lieber nicht tun? Sonst könnte es ja sein, dass ich den Abgrund runterfliege. Und dann habe ich so gedacht, nö, scheiß drauf. Einfach lieber todeswitzige Sachen machen. Ja, wie immer, ne? Jetzt kommt der Dumme auch noch darauf. Ja, jetzt bist du wohl geschaut, mein lieber Freund. Ja, komm vor, ne? Wenn man unvorsichtig ist. So, aber ich finde es gut. Die kann echt hoch springen. Das gefällt mir. Das ist bestimmt so ein richtiger OP-Charakter, habe ich so das Gefühl, dass man mit der dann wirklich so alles cheaten kann. Also zumindest, weil die ja auch ziemlich hoch springt, habe ich das Gefühl, dass sie wahrscheinlich auch sehr schnell laufen kann. Also, dass sie so quasi alle Perfektionen der Charaktere so quasi vereint. Warte mal. Ach nee, okay. Nein, das war nur der Schatten der Münze. Ich habe so gedacht, könnte ja eigentlich sein, dass hier jetzt was anderes ist. Und das ist jetzt irgendwie sehr leicht versteckt. Ah, okay. Ich weiß, wie das funktioniert. Yeah. Den One-Up hätte ich eigentlich auch gerne gehabt, aber wenn nicht, dann nicht. Okay, das war der erste Stern. Das ist schon mal perfekt. Weil dann... Och, nee, ne? Boah, nee. Och Gott. Okay, wenigstens können wir uns auf eine Seite stürzen, damit uns nichts passiert. Oh, weg hier. Tschüsschen. Warte, hier haben wir sonst nichts. Warte, was willst du denn von mir? Okay, da ist ein Grünstern, aber es sieht nicht so aus, als ob da noch einer wäre. Doch, warte, da ist ein Schalter zum Aktivieren, oder? Egal, gucken wir uns noch schnell um. Dann können wir, weil das Level wollte ich sowieso noch zu Ende spielen. Och, nee. Jetzt kommen die Scheißes hier an. Ach, oh, ja, super. Gerade über den Flagpole und dann denkt man sich so, hey, der Flagpole ist ja direkt hier, dann kann ich ja sowieso sterben, dann ist es ja jetzt egal, nicht? Oh, guck mal, oh, die Flagge sieht, also diese, ihr wisst schon, das Teil sieht voll hübsch aus. Wie komme ich jetzt am besten dahin? Also, so, ach okay, die drehen sich beide einzeln, ist ja doof. So, Sternchen. Ja, man sollte vielleicht schon in die richtige Richtung da stehen. Hallo. Mein Gott. Okay, Stern Nummer 2. Also haben wir erst noch keinen verpasst. Nur die Frage ist, wo ist der andere? Ah, da ist so ein Teil. Da kommt man da... Ah, okay, ich habe eine Idee. Boah, ich dachte schon, ich werde jetzt noch von dem Scheiß getroffen. Das wäre jetzt noch natürlich das Beste. Moment. Boah, nein, Moment. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Du gehst mal weg. Du, oh nein. Oh Gott. Wetten, ich hätte das irgendwie gebraucht. Stopp. Stoppe das. Oh ja, genau da rein. Das war jetzt sowas von typisch. Und da ist natürlich nichts. Und jetzt kommt der Scheiß hier noch dazu. Ja, dieses Spiel. Oh mein Gott, dieses Spiel. Ich krieg hier echt noch Aggressionen von. Ja, ich merke das schon. Aber okay, wäre ja auch doof, wenn das... Ach, boah. Ab dieser Zeit dann nicht auf einmal schwer werden würde. Nur, ich bin echt drauf gespannt, wie viele Welten es jetzt wirklich hier als Zusatz gibt. Oh, nee. Jetzt dreh ich auch noch in die andere Richtung hier. Perfekt. ja, weil ich habe gelesen, es gibt, glaube ich,
4 oder so? 4 Zusatzwelten. Das fand ich dann doch sehr interessant, weil ich weiß nicht wirklich, was ich mir darunter vorstellen soll. Oh Gott, so, da können wir durch. Das mache ich kaputt, damit du nicht mehr nervst. So, und dann geht's los. Dann geht die Post hier mal ab. Das klingt jetzt gar nicht besser. So, das weiter und durch. Moment mal. Ich würde mich jetzt schon mal... Oh, nein, Moment, stopp. Also. Nein, nein. Oh Gott. Ah, perfekt, hier brauche ich auch Rosalina. Ja, das ist schon mal Juti. Ach, der Stempel. Ja, okay. Das ist jetzt zwar nur für den Stempel, in Anführungszeichen, aber immerhin, ne? Oh Gott, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Das sieht mehr so nach offiziellem Weg aus, finde ich. Ich könnte mich bestimmt hier so an der Seite auch noch vorbeischieben, aber ich glaube, ich gehe erstmal den herkömmlichen Weg. Man weiß ja nie. Nachher mache ich hier irgendwas falsch, wäre auch scheiße, wenn alles so umsonst wäre mal wieder. Okay, so. Oh Gott. Nein! Boah! Heilige Scheiße, war das gerade knapp. Was? Brauche ich sowas wirklich? Ich habe keine Ahnung. Egal. Let's try it out. Moment. So, ja, das ist schon mal gut. Dann sind wir nämlich hier. Ach Gott. Ja, jetzt kommt ihr dumm. Oh, ja, da kommt noch mehr. Okay. Oh, lass mich doch einfach in Ruhe. Habe ich dir was getan, Kind? Ich sehe jetzt hier noch nichts, wo ich irgendwie hin könnte. Oh Gott, Moment. Wo will ich hin? Will ich hier weiter? Wirkt ja fast so. Nee, warte, ich komme gar nicht weiter. Oh. Okay, ja. Stopp, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ah, perfekt. Yay, da kriegen wir bestimmt den Grünstein, oder? Na, Grünstein? Yeah, Grünstein. Okay. Soll ich das machen? Ja. Einfach so, yeah, okay. Ich hätte das so fast geschafft und dann so, ja komm, springen wir trotzdem einen Tod. Macht doch Spaß. Das war jetzt voll verkackt. Oh, schlecht. Jetzt kann ich das noch nicht nochmal spielen, weil ich das Level so toll fand. Ein weiteres Mal. Juhu. Toll. Okay, aber dann würde ich sagen, wir beenden erstmal den Part, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.